Aha. Mari wurde sicher verletzt. Alle anderen sind im Gefängnis. Wenn es so weitergeht, wird das Königreich zerstört. Es muss etwas geschehen. Wenn mir nur jemand helfen könnte. Meine liebe Prinzessin Peach, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Diesmal ist es zwecklos, auf Mario zu warten, mein Täubchen. Wir sind so hoch über den Wolken. Niemand, nicht mal Mario hat eine Chance, uns so hoch oben zu erreichen. Ihr wisst, Prinzessin, solange ich diesen Sternenstab habe, kann niemand im gesamten Königreich gegen mich anbestehen. Ihr kennt die Macht, die alle Wünsche erfüllt. Sie ist nun mein. Ist das nicht einfach wunderbar? Stellt euch nur vor, welche Zustände jetzt in eurem Reich herrschen. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihr Wünsche nicht mehr nicht erfüllt werden. Oh, wie überaus reizend. So wie sie uns Koopas seit Jahren behandeln, haben sie das auch verdient. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, Prinzessin, dann müsst ihr mich nur bitten. Ich kann nämlich Wünsche erfüllen. Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die mir auch gefallen. Denkt darüber nach. Gehabt euch nun wohl, Prinzessin. Genießt euren Aufenthalt hier. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Verursacht keinen Ärger. Aber diese Stimme. Oh, bitte, wenn mir nur jemand helfen würde. Huch. Ein kleiner Stern. Wie in Galaxy. Hey, dieser kleine Stern. Hallo, Prinzessin Peach. Erfreut dich kennenzulernen. Mein Name ist Twink. Aber du bist doch ein Sternkind. Wie bist du hierher gekommen? Ich komme vom Sternhafen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Und seine Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Oh, du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft? Ja, natürlich. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. So lautet mein Wunsch. Geh und hole den Sternenstab von Bowser. Kannst du das tun? Das wäre echt ein Plot-Twist. Einfach Spielende, weil Bowser den Sternenstab nicht mehr hat. Verzeihung, das ist ein bisschen viel für einen Neuling wie mich. Aber der ist so süß. Der ist so süß, der Kleine. Vielleicht könnte einer der ehrenvollen hohen Sterne aus dem Sternenhafen diesen Wunsch erfüllen. Es tut mir so leid. Bitte wünsch dir etwas Einfaches, das auch ein kleiner Sternweg vollbringen kann. Dann kannst du mich von hier wegbringen. Jeder in meinem Palast wurde gefangen genommen und ich musste sie so schnell wie möglich retten. Oh, tut mir leid. Ich fürchte, auch diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich kann einfach gar nichts. Oh. Ich werde erst vor einem Tag in den Sternenhafen rufen, daher kann ich noch keine großen Wünsche erfüllen. Wenn ich nur ein strahlender Stern wäre, könnte ich dir sicherlich helfen. Ist schon gut. Sei nicht traurig, Twink. Mario wird ganz sicher etwas unternehmen, um alle zu retten. Er ist vielleicht schon auf dem Weg. Oh, Twink. Glaubst du könntest einen Mario finden? Ich möchte, dass du ihm das hier gibst. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, ich werde es tun. Ich werde so rasch wie möglich ins Königreich hinabfliegen. Oh, warte, Twink. Warte eine Sekunde. Kannst du auch Mario sagen, dass es mir gut geht und er sich keine Sorgen machen soll? Ja? Kannst du ihm das ausrichten? Ja, natürlich. Ich werde ihm seine Worte übermitteln, Prinzessin Peach. Verzweifle ich. Ich werde bald wieder da sein. Also, Peach, pass gut auf dich auf. Ist schon süß. Der Kleine. Ach, wie gut das Spiel auch aussieht eigentlich. Mario, wo bist du?
Okay, jetzt sind wir... Gut, jetzt sind wir hier fertig. Gut, dann gehen wir mal zurück, würde ich sagen. Ich meine, viel andere Wahl haben wir gerade nicht. Glaube ich. Autsch! Ah, diese Musik da. Das ist süß. Oh, es tut mir so leid. Ich bin wirklich in Eile. Oh, bist du... Du bist doch Mario. Den Stern sei Dank, ich habe dich gefunden. Wie geht es dir? Mein Name ist Twink. Prinzessin Peach hat mich, dir etwas... bat mich, dir etwas zu bringen. Ah, ja, das ist es, ja. Hier bitte sehr, nimm es. Ein Anhänger, der den Einsatz des Action-Kommandos erlaubt. Okay. Action-Kommando, ist das jetzt das Springen, dass ich öfter springen darf? Das ist der Glücksstein von Prinzessin Peach. Jetzt, da er dir gehört, kannst du das Aktionskommando einsetzen. Erlaubt mir dir zu erklären, wie du dieses Kommando anwenden kannst, klar? Okay, lass mich erklären. Mal sehen. Du da. Ja, du. Hinter Mario. Darf ich dich bitten, mir bei einer kleinen Demonstration höflich zu sein? Ich? Man nennt mich Gumbario. Natürlich helfe ich dir. Gut. Mario und Gumbario, lass uns beginnen. Zuerst Mario. Wähle das Sprungkommando und wähle den Gegner aus, den du angreifen möchtest. Also wie immer. Ach da, gut, das ist die Combo-Attacke auf jeden Fall. Hast du eine Wahl getroffen, erscheint die Erklärung des Aktionskommandos. Jetzt, kurz bevor du den Gegner triffst, drücke genau jetzt A. Ah, genau das. Darauf habe ich gewartet. Wenn das Wort gut erscheint, hast du Aktionskommando erfolgreich angewendet. Ist dir dies gelungen, erhöht sich die Effektivität deines Angriffs. Okay, jetzt alle Gumbario versuchen mal... Okay, jetzt soll Gumbario versuchen, Mario anzugreifen. Okay, jetzt geht's los, Mario. Jetzt. Drücke A, kurz bevor sich der Gegner trifft. Und Schutz. Ah, gut. Praktisch. Ja, du hast das Aktionskommando erfolgreich angewendet. Hier, ne, verringere so den Schaden, den du einchecken musst. Oft musst du verschiedene Techniken einsetzen, um das Aktionskommando zu verwenden. Dies hängt von der jeweiligen Attacke ab. Versuche doch mal mit dem Hammer anzugreifen. Hast du ein Ziel auserkannt, drücke den Joystick nach links. Gut, drücke den Joystick. Ah, drücke den Joystick nach links und halte ihn gedrückt, lass ihn nicht los. Mach ich doch. Achso, jetzt. Beginnt es zu leuchten, sobald deine Angriffskraft den höchsten Wert erreicht hast, kannst du loslassen. Achso, einfach nur loslassen. Nichts drücken, nur loslassen. Sehr gut, du hast das Aktionskommando erfolgreich angewendet. Nun Mario, hast du die Handhabung des Action-Kommandos verstanden? Lass uns doch noch mal ein wenig üben, um sicherzustellen, dass du diese Trash-Tippe... Nee, lass mal. Du brauchst keine Übung mehr? Das ist der Mario, den wir kennen und lieben. Du lernst schnell. Ja, ich will es einfach selber ausprobieren, das ist der Punkt. Nun, ich denke, das ist alles, was ich dir beibringen kann. Sobald du gelernt hast, das Aktionskommando richtig einzusetzen, wirst du noch stärker werden. Unglaublich, jetzt wirst du im Kampf noch stärker sein. Da bist du. Kamel? Ja, nee, das ist ein anderer Kamek. Was? Das kann nicht sein. Bist du mir gefolgt? Welch ein törichtes Sternkind. Ich wusste, dass ich auf Mario treffen würde, wenn ich dir folgen würde. Wenn ich Mario besiege, werde ich berühmt. Ich sage, Kami Cooper, ihr Lob ist mir gewiss. Vielleicht bekomme ich hier auch eine Gehaltserhöhung. Das ist das Wichtigste im Pilzkönigreich, das wissen wir ja mittlerweile. Und los geht's. Das war gut, sehr schön. So, jetzt mal scannen. Was hat er denn zu Kamek zu sagen? Das ist ein Kamek. Er setzt einen Zauberstab als Waffe ein. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Magische Angriffe sind kein Zuckerschlecken. Du solltest diese Kerle sehr schnell ernst nehmen. Das kann ich mir vorstellen. Wie immer, Kamek.
Okay, soll ich ein bisschen... Ah, sehr schön. Da, 15. Gut, noch mehr so eine Gegner, ich will noch mehr Level abkriegen. Geil. Gut gemacht, Mario. Du bist genauso stark, wie man es sich erzählt. Ich weiß, dass du Bowser besiegen wirst. Ich kehre nun zu Prinzessin Peach zurück. Zwar bin ich viel zu schwach, um ihr richtig helfen zu können, aber wenigstens kann ich ihr sagen, dass es dir gut geht. Also Mario, bis später. Oh, ach ja. Beinahe hätte ich vergessen, die Prinzessin Peach Nachricht zu überbringen. Es geht mir gut, also sorge dich nicht um mich. Genau das hat sie gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich sehr einsam fühlt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um euch beiden zu helfen. Bitte sei tapfer, du musst die Prinzessin retten. Bin ich dabei? Und fort ist er. Zurück zu Bowsers Festung. Was für ein tapferer kleiner Kerl. Okay, Mario, lass uns ernst machen. Okay. Okay, gut. Das heißt, wir sollen jetzt weitergehen wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich jetzt irgendwo sich ein Weg auf dem Rückweg geöffnet haben. Ich muss ja scheinbar immer noch zu dieser Festung mit den Koopa-Brüdern da. Die Ninja Turtles. In Arm. Oh, Mario! Merlon hat nach dir gesucht. Er lebt in dem Haus mit dem rotierenden Dach. Er bat mich, dir zu sagen, dass du zu ihm kommen sollst. Ich wollte gerade nach dir suchen, aber da bist du ja schon. Merlon, bitte, höchst selten jemand zu sich nach Hause. Er ist ein wenig exzentrisch. Selbst wenn er Besuch hat, verlässt er nur selten das Haus. Da hilft immer nur eins, sehr viel trinken. Sehr viel trinken, Leute. Ei. So, gehen wir mal zu Merlow. Merlon ist sicher, was? Hat er nicht gerade gesagt, dass er uns sehen will? Das ist gerade Multivitaminsaft, den ich gerade trinke. Aber ich habe nicht mehr viel. Ich wollte nur die Flasche leer machen. Und danach gibt es halt normal Wasser, weil ich habe mir zwar jetzt leckeren Flüssigeis hier runtergeholt. Aber der trocknet meine Lippe noch mehr aus. Deswegen trinke ich lieber Wasser in der Zeit. Merlon soll jetzt doch da sein, oder nicht? Haben sie doch gerade gesagt, oder nicht? Moment. Oh, Mario. Flüssigeis ist das Beste. Er lebt in dem Haus mit dem rotierenden Dach. Er hat, Moment, kann ich dagegen klopfen? Warum ist es nicht auf zu klopfen? Ich sage doch, dass er nicht hier ist. Ich will doch nicht Zitrone trinken. Was zum? Warum schießt jemand vor meinem Haus? Moment mal, dieses Gesicht kommt mir bekannt, sehr bekannt vor. Oh, vielleicht. Nein, ja, es muss so sein. Du bist Mario. Ich habe auf dich gewartet. Du hättest hier früher kommen sollen, aber jetzt bist du ja da. Komm rein. Dein Zitroneneistee ist nicht besser. Ich bin mehr da für sich als die Typen. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Merlon. Ich bin ein Zauberer. Vor einigen Tagen habe ich gerade in den Sternen gelesen, als ich plötzlich deine Vision hatte. Was ich erfuhr, ist sehr wichtig und es betrifft dich. Aber vorher muss ich noch über ein paar andere Dinge berichten. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Wo soll ich anfangen? Es war vor langer Zeit. Einer meiner Vorfahren war gerade auf dem Sternstuppengipfel. Doch eines Tages geschah plötzlich ein großer erschien und ich, Angesicht zu Angesicht, dann der weit entfernte, der Forme, erhob mich, war erstaunlich. Ich war noch so jung. Ich glaube an, doch unsere Herzen waren und dann so... Mal ist eingeschlafen. Warum? Und nur das zählt. Huh, hey. Mario, hast du überhaupt zugehört? Hä? Oh, na gut. Auf jeden Fall bin ich deshalb in der Lage, dir zu helfen.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, komm zu mir. Für einen kleinen Obolus zeige ich dir den Pfad, den du nehmen solltest. Achso, okay, so einer ist es also. Dein Hauptziel muss es sein, Prinzessin Peach so schnell wie nur menschenmöglich zu retten, aber meiner Vision zufolge solltest du zuerst zur Festung der Cooper-Brüder gehen. Um sie zu erreichen, gehe auf dieser Straße vor dem Toothaus in Richtung Osten. Okay. Auf dieser Straße Richtung Osten. Niemals ohne. Okay, in diese Richtung. Da, wo vorhin die Toads waren. Okay, dann müssen wir jetzt da ja vorbei können. Alles klar, gut. Hier war er lang, oder nicht? Du willst gar nicht raus, es ist viel zu gefährlich. Zur Festung der Cooper-Brüder zu gehen, wäre ein großer Fehler. Du sollst definitiv nicht gehen. Und auf gar keinen Fall solltest du den alten Merlin um Hilfe bitten. Das wäre vielleicht wirklich schlimm für uns. Wie ich meine, für dich. Denk erst gar nicht dran. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Okay, wir müssen uns da scheinbar irgendwie einen Weg durchsuchen. Dann fragen wir ihn doch mal eben. Dass ich dir den Weg führe, deine Zukunft weisen soll. Das kostet dich 5 Münzen. Ist das das? Ja, gut, ich mach mal. Ausgezeichnet. Entspanne dich, während ich dir in Erfahrung bringe, was dir die Zukunft bringen wird. Oh, Kristallaugen, öffne dich. Kaffee, Butter, Milch. Aha. Bei der Disco-Kugel? Warum eine Disco-Kugel? Die letzte Festung der Cooper-Brüder. Folge dem Pfad vom Osten der Stadt aus. Der Pfad beginnt direkt am Toadhaus. Solltest du noch ein Problem haben, zögere nicht, mich wieder um Hilfe zu bitten. Ja, ist ja... Da sind Toads im Weg. Okay, keine Ahnung. Das hat er mir ja schon gesagt gehabt. Ich dachte, ich würde jeden in dieser Stadt kennen, aber diese finsteren Toads habe ich noch nie gesehen. Hast du sie gesehen? Da drüben beim Toadhaus? Sie sehen böse aus. Ich hoffe, sie zerstören keine Rauferei an. Oh, muss ich die angreifen? Sind aber scheinbar auch immer das Gleiche, nicht? Ja. Okay, wie soll ich da jetzt weiterkommen? Frage. Ha! Okay, das ist, Quest hier, diese kleine. Ist hier irgendwas Neues aufgetaucht, während ich weg war? Hier komme ich auch noch nicht durch. Oder habe ich da irgendwie eine Post gekriegt? Ich komme mal beim Postamt vorbei. Bin gerade ein bisschen befragt. Ich will nicht wieder 5 Münzen ausgeben dafür. Oh, schade. Okay, hier ist nicht die Antwort. Ich will hier weg. Ja, bitte. Okay, sagen wir auch nichts Neues. Okay. Hä? Tod? Okay, und wir ruhen mal eben aus, wenn wir schon hier sind, aber keine Ahnung, wie es weitergehen soll, ehrlich gesagt. Die wollen mich da ja nicht durchlassen, die blöden Toads hier. Weil die haben auch so einen leicht bösen Ausdruck, der die teilweise hier. Okay, das ist immer derselbe Dialog. Aber. Hä? Ich muss hier ja durch.
Habe ich irgendwas verpasst irgendwo? Okay, das ist ja gar nichts Neues. Das ist auch derselbe Dialog wie beim letzten Mal. Kennst du Colorado, den bekanntesten Forscher? Er stammt aus Cooperheim. Aber er ist wahrscheinlich gerade nicht da. Ich höre, er ist in die staubtrockene Wüste aufgebrochen. Okay. Okay, das haben wir ja auch schon gelesen, das wissen wir ja. Ist nichts Neues. Gut, die Wüste, denke ich, ist ein späteres Gebiet. Ja, das ist alles nicht das, was ich suche, ehrlich gesagt. Oh, ein Sternsplitter. Ganz random. Danke. Okay, ich glaube nicht, dass hier... Oh, guck mal! Ah, guck! Wir können ins Kolosseum rein. Der Meister vom Dojo ist zurückgekehrt, ja. Okay, dann gehen wir ins Dojo, wenn wir die Möglichkeit haben. Auf geht's! Hallo! Oh, da muss Mario sein. Willkommen in meinem Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Dojos. Hust, Keuch, hust. Ugh. Schnauf. Ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren nun jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu stärken. Solltest es deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu unserem geführt hat. Hust, Keuch. Ich will's versuchen. Sehr schön, dann soll Schaden gegen dich kämpfen. Nun Schaden, es ist an der Zeit, gegen Mario anzutreten. Wie er Meister. Okay, auf geht's. Mario, jetzt kommt Schaden. Und er ist auf dem Kopf. Au, welch Schmach. So, Scanner. Das ist Schan. Er wird vom Meister trainiert und wird gerne gegen uns antreten. Max KP 15, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Hammerattacken werden nicht so gut funktionieren, aber du kannst ihn mit Schwungattacken umwerfen. Liegt er erst auf seinem Rücken, ist er leicht zu besiegen. Sei gnadenlos, Mario. Okay. Okay, das heißt, er ist dann immer... Okay, wenn er denn so liegt, dann kann ich ihn... attackieren, okay. Kann ich da auch maximal mit dem kleinen Gumbario machen? Ist die Frage. Ah, okay. Man kann auch mit Gumbario einen perfekten One machen. Schön zu wissen. Okay, ist aber auch kein schwerer Gegner jetzt. Wenn er auf dem Boden liegt, kann er scheinbar sowieso nichts machen. Oh, welcher Schmach! Ja, wenn er nämlich auf dem Boden liegt, kann er nichts machen. Das merke ich gerade. Sehr interessant. Ja, der kann nicht viel. Das ist kleiner süßer Fratz, aber der kann nicht viel. Der arme kleine. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Also, sie haben ja auch noch einen Namen. Ich weiß den Namen gerade nicht. Genug, Mario ist der Sieger. Schande, du musst härter trainieren. Sehr gut, ich gebe dir dies, Mario. Kometenkarte. Der Beweis, dass du Mario gegen die Schande siegreich war. Du warst gerne die ganze Zeit hier mit uns trainieren, Huskeuch. Gibt es denn mehr Stufen? Ah, Mario, willkommen im Dojo. Soll die gegen dich kämpfen? Okay, gut, das ist die nächste Stufe quasi. Nun, zeigen wir, wie du dich gegen Mario behauptest. Gewiss, ja, ich werde ihn besiegen, Meister. Gucken wir uns das mal an. Ich bin, auch wenn es schief gehen könnte, ich wette, eine Technik wie diese hast du noch nie zuvor gesehen. Verdammt, ich hab mich dann gedacht, dass... Okay. Das ist Lee in seiner Verkleidung als ich.
Seine Maximalkörper sind 20. Sehe ich wirklich so aus? Niemals. Er wird kopflos und Scanner einsetzen. Er verfügt über all meine Fähigkeiten. Natürlich sehe ich viel besser und flotter aus. Und ich hoffe, ich bin auch stärker. Okay. Gut, er kann halt doch ein bisschen schaden, kann er schon. Das ist aber wieder normal, okay. Macht aber ganz gut Schaden, du. Also, so ist es nicht. Aber gut, wir kommen aber auch gut voran. Oh, du bist stark, nimm dies. Ich wette, eine Technik wie diese hast du noch nie zuvor gesehen. Will jetzt in mich verwandeln? Nein, wieder in Gubario, okay. Oh, du bist stark, nimm dies. Oh, was? Okay, jetzt redet er wieder denselben Text. So. Ja, gut, wir haben ihn eigentlich. Du bist stark, nimm dies, bla bla bla. Au. Oh. Vier Schaden! Okay, warte. Ja, das sollte ich vielleicht mal eben kurz machen. Bam. Ich krieg nicht mehr dafür Sternpunkte. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Genau, Mario ist der Sieger. Lee, du musst noch viel trainieren. Sehr gut, ich gebe dir dies, Mario. Mondkarte. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren, Fußball. Ich vermute stark, dass wir gleich nochmal antreten dürfen. Aber dann gegen beide. Ich gehe mal eben kurz zu einem Heilungsspot. Bevor ich hier nochmal hier probiere. Hi Luigi. Bruder. So, mal im Schlafen. Dann schauen wir da mal. Ich denke mal, das ist die dritte Stufe. Also es gibt gleich wahrscheinlich noch eine dritte. Die wird beinhalten, dass wir gegen beide antreten müssen. Glaube ich. Ich vermute es einfach mal. So, hier haben wir nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal dahin wieder zurück. Nachdem wir mal eben noch eine Speicherbox benutzt haben. So. Ich weiß ja nicht, also mittlerweile, seitdem ich weiß, okay, diese Konsole kann rein theoretisch nochmal abstürzen, mache ich das doch lieber einmal mit Heilung. Dass wir nicht da jetzt stehen bleiben und sagen, hey! Geil, das lief ja richtig bescheiden. Okay, aber erstmal kommen wir mal rein da. Amai, willkommen im Dojo. Was kann ich für dich tun? Ich möchte es versuchen, bitte.
Will der Kampf beginnen? Achso, gegen ihn. Interessant. Lächerlich, das funktioniert bei mir nicht. Hab's aber schon irgendwo. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo und er ist der stärkste Kämpfer hier. Maximal KP 50. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Wenn er der Beste im Dojo ist, muss er ziemlich stark sein. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Ja, vor allem macht der Dacher viel Schaden. Ja, okay, das heißt, das ist erstmal eine Sache für später. Ja. Ha, ausgezeichnete Technik. Geil, also das ist Game Over. Ha. Mal fertig, muss ich jetzt besiegen. Ja, macht das. Ja. Flop. Dir fehlt erst an Stärke. Doch du hast Talent. Bitte komm wieder, wenn du es etwas mehr trainiert hast. Grüßt euch. Ja, machen wir. Okay. Gut, der war jetzt hier ein Tod, der irgendwie angeben wollte, nicht? Ja, das stimmt. Hey, das ist deine Mondkarte. Oh, cool. Du hast dich schon bis zur Mondkarte gekämpft. Mario, du bist toll. Danke. Hat das jetzt was gebracht? Kann ich da jetzt einfach weitergehen, bitte? Vielleicht ist das ja Beweis. Okay, hier hast du die Karte, jetzt darfst du hier durch. Bist jetzt stark genug. Du willst da gar nicht raus. Ach, ich sag immer dasselbe. Uff. Ja, wenn ich jetzt noch mehr Geld ausgebe, ich befürchte, dass das nicht funktioniert. Ich kann ja mal meinem Speichern gehen, vielleicht können wir die Konsole ja irgendwie resetten. Ganz mieser Trick, aber hey. Was soll's? Müssen wir es mal eben angucken. Ja, gib. Geh zur Festung. Ja, danke. Das hat mir gar nichts gebracht. Dankeschön, Spiel. Für diesen wunderschönen, nicht nützlichen Tipp. Cool. Ja, wo komme ich denn jetzt weiter? Habe ich jetzt noch irgendwo einen Anhaltspunkt? Nö, ja, eigentlich nicht. Gut, ich kann mit denen hier noch sprechen, aber das hat sich nicht geändert, weil, denke ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Was ist denn da hinten? Warte, steht irgendwas Neues auf dem Plakat, auf den Newsflash-Seiten da? Frenetisches Fuzzis erobern Cooperheim. Eine Bande von Fuzzis hat vor kurzem Cooperheim überfallen und sorgt noch immer für Chaos. Sollten sie vorhaben, Cooperheim zu besuchen, bitten sie um äußerste Vorsicht. Ja, aber ich will da trotzdem hin. Gut, dass da Fuzzis sind, ist halt ein Problem, denke ich. Was kann ich denn noch machen? Der wird hier auch nichts mehr sagen. Postamt haben wir, Merlon haben wir. Hat jetzt beides nicht so das gebracht. Haben wir hier noch irgendwo was? Ein
du bist ja Bundkarten-Typi. Du sagst mir nur dasselbe. Du sagst wirklich noch was Neues. Totes Rum. Sie sehen nicht sehr verdächtig aus. Vorsicht, Leute, Vorsicht. Ja, schön. Aber ich gehört, dass ein Banner geht. Wer sind die bloß? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich höre mich hier mal weiter um. Oh, was sagst du denn? Dass du meine geschulten Geist zu vermitteln vermag. Wie wär's denn damit? Wenn du möchtest, gebe ich dir ein paar Informationen über die Steuerung. Das ist jetzt nicht das, was ich möchte. Danke. Dankeschön. Das ist aber nicht die Information, die ich brauche. Luigi, hast du irgendwas Neues zu sagen, Kumpel? Ich verfüge über viele Talente. Ich kann wirklich hochspringen. Und was? Ich soll zu Hause bleiben aber und das Haus hüten? Klingt nicht gerade aufregend. Oh. Aber Luigi. Muss immer hier bleiben. Ah, was haben wir denn noch? Haben wir irgendwo noch... Da ist noch ein Toad. Okay, das ist derselbe, den wir gerade schon angesprochen haben. Das war noch ein Sternensplitter, aber da kommen wir nicht ran. Das waren die Soldatenkerle. Oder doch? Nein, da komme ich nicht ran. Wie funktioniert das überhaupt? Ich habe doch keinen Plan. Muss doch eigentlich eine neue Fähigkeit sein. Ha. Bin jetzt irgendwas von hier? Gut, da können wir halt auch nur zurücklaufen, nicht? Letztendlich. Ja. Irgendwas übersehen? Muss ich ja. Ja gut. Da bringt mir alles nichts, Leute. Das ist für mich gerade schon so ein kleiner Breakpunkt hier. Ich würde schon fast sagen, dass ich halt privat mal gucke, wie es hier weitergeht. Und dann... gucke, dass wir nächsten Mal irgendwie weiterkommen. Kein Plan. Gut, ich würde eher sagen, dass wir in so 2 Tagen irgendwie weiterspielen hier. Ja. Ja gut. Kürzer gestreamt, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, okay, wir machen eine Stunde mehr, aber... Ich will gerade nicht nachgucken, ich will das nicht googeln. Ich will diesen Aha-Effekt haben. Uff. Spannend. Na gut. Ich gehe mal zum Speicherpunkt und dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Und machen dann morgen weiter. Mit dem anderen Projekt. Keine Ahnung. Pokémon wahrscheinlich. Oder Zelda. Mal gucken. Auf jeden Fall. Trotzdem danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und jo. Bis dann und bye bye.